Hey liebe Campingfreunde, ich bin Christian von Camperland Bong. In dieser Episode nehmen wir euch mit und zeigen euch, wie ihr euren Wohnwagen richtig fahrbereit macht. Da gibt es ein paar Sachen zu beachten und ein paar kleine Tricks und Kniffe. Ich würde sagen, wir legen einfach los. Wir stehen jetzt hier vor unserem Hobby Excellent 560 WLU. Bevor ich es aber vergesse, denkt natürlich daran, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit ihr keins unserer Videos verpasst. Wir gehen jetzt direkt mal zum Gaskasten, denn da ist das Erste, was wir beachten müssen, oder eine der vielen Dinge, die wir beachten müssen, ist nämlich, dass wir die Gasflasche abdrehen und auch komplett vom Schlauch trennen. Denn in Deutschland dürfen wir nicht mit einer geöffneten bzw. angeschlossenen Gasflasche fahren. Es sei denn, wir haben ein Truma Dual Control CS System. Dazu empfehle ich euch natürlich unser Video, was wir dazu gemacht haben. Und wir müssen natürlich auch auf Nummer sicher gehen und das rote Käppchen draufsetzen. Was gilt es noch zu beachten beim Gaskasten? Beim Gaskasten gilt es noch zu beachten, dass dieser Gaskasten zwangsbelüftet ist. Das liegt einfach daran, denn wie der Name schon sagt, es ist Gas drin. Und sofern Gas austritt, muss dieser Gaskasten auch belüftet sein. Das ist daran zu erkennen, dass ich hier durch diesen Spalt einfach den Boden sehen kann. Und entsprechend, wenn ich hier Dinge einladen würde, dann würden diese Dinge auch während der Fahrt durch die Sprühfahne nass werden. Wenn man es genau nimmt, darf man eigentlich nichts in den Gaskasten reinlegen. Wir sehen zwar hier natürlich von Hobby vorgesehen den rollbaren Abwassertank oder hier oben haben wir auch die Kurbel für die Stützen drin. Aber eigentlich sollte hier, wie der Name schon sagt, nur das Gas rein und nach Möglichkeit kein Zubehör. So, wir machen das Ganze wieder zu. Dann würde ich doch sagen, wir gehen einmal ins Fahrzeug rein und schauen, was wir innen drinne so auch noch vorbereiten müssen. Der erste Weg hier drinne führt mich jetzt einfach mal spontan zum Wassersystem, weil das hier unten drunter angebracht ist, beziehungsweise der Frischwassertank, den finden wir hier bei unserem 560 WLU unter der Sitzbank. Und vor Fahrtantritt achte ich natürlich darauf, dass die Versorgungsklappe richtig geschlossen ist, damit die mir während der Fahrt nicht aufgehen kann, falls ich doch mit Wasser im Tank fahren möchte. Die Meinungen dazu gehen ein bisschen auseinander. Ich halte mich da raus, das könnt ihr selbst entscheiden. Aber was ihr auf jeden Fall machen solltet, ist, wenn Wasser im Tank ist, überprüfen, dass die Versorgungsklappe oder die Versorgungsverschraubung geschlossen ist. So, dann machen wir das Ganze zurück, denn wir müssen jetzt hier direkt auch schon wieder an den Tisch. Es ist nämlich auch darauf zu achten, dass ich den Tisch in Fahrtposition bringe und nach Möglichkeit absenke. Bei diesem Tisch hier, da gibt es auch verschiedenste Systeme. Hierbei ist es einfach so, ich klappe den runter und dann hänge ich den Tisch hier oben einmal ein, damit er sich auch nicht in irgendeine Richtung verselbstständigen kann. Dann mache ich einfach mal ganz beiläufig diese Klappe zu, denn darauf muss ich auch achten, dass wirklich alles geschlossen ist. Wie zum Beispiel hier die Schranktüren, dass die nicht aufgehen während der Fahrt. Natürlich Ladungssicherung müsst ihr immer beachten, schauen, dass alles gut verstaut ist und nicht durch die Gegend fliegen kann. Und jetzt hierbei auch noch speziell, dass ich hier die Pushlocks an den Schubladen und auch hier an unserem Apothekerschrank schließe, damit die mir auch nicht entgegenkommen. Bei den Schubladen ist natürlich auch ein bisschen darauf zu achten, dass ihr nicht alles, was ihr besitzt, in eine einzige Schublade reinlegt. Dazu müsst ihr die vom Hersteller vorgegebene Maximalbelastung beachten. Es ist je nach Hersteller natürlich immer ein bisschen unterschiedlich. Meistens bewegt sich aber im Rahmen von ungefähr 10 Kilogramm. Gehen wir mal weiter zu den Fenstern. Hier müssen wir darauf achten, dass bevor wir losfahren, wirklich alle Fenster zu sind. Auch natürlich die Dachhauben, da kommen wir gleich aber noch zu. Hierbei ist es natürlich mal zu überprüfen, dass die Pushlocks auch wirklich geschlossen sind. Und das vor allem, das sehen wir sehr häufig, das solltet ihr aber nicht machen, die Fensterplissés schließen. Die bitte immer während der Fahrt aufmachen. Wenn ihr die Fenster nicht richtig geschlossen habt, ich habe jetzt bei dem Fenster hier zum Beispiel die Möglichkeit, das könnt ihr hier unten sehen, das Ganze auf die Belüftungsstellung zu stellen. Und wenn ich jetzt das Plissé schließe und ihr fahrt los, dann will die Luft natürlich hier raus und dann zieht das die ganze Zeit an eurem Plissé und wenn ihr dann in Italien ankommt beispielsweise, dann kann es sein, dass es kaputt ist. Und deswegen immer darauf achten, dass die Plissés geöffnet und die Fenster richtig verschlossen sind. Dann schauen wir mal nach oben. Hier haben wir jetzt den nächsten Punkt,
Wir haben hier die Dachhauben. Die Dachhauben sind genauso wie der Gaskasten zwangsbelüftet. Das bedeutet, diese Dachhauben sind niemals komplett geschlossen. Wenn ihr jetzt während der Fahrt die Plissés schließt, hier die Verdunkelung schließt, dann gibt es hier in diesem Fahrzeug einen Kamineffekt, den werdet ihr gar nicht merken, weil ihr sitzt ja während der Fahrt gar nicht hier drin. Die Luft zieht von unten nach oben an diesen Dachhauben raus, wie aus einem Kamin. Und dann kann es natürlich dazu kommen, dass dieses Teil angesaugt wird und dann auch kaputt geht. Und wenn ihr dann irgendwo angekommen seid und es in der Mitte irgendwie gerissen ist, dann habt ihr den Salat. Deswegen diese Verdunkelungs-PCs immer schön öffnen. Dann auch noch darauf achten, dass die Dachhauben geschlossen sind. Das könnt ihr bei dieser Dachhaube ganz einfach sehen, indem ihr hier an die Seite schaut. Da ist ein kleiner roter Strich. Das kann ich euch mal vorführen. Wenn ich es aufkurble, dann verschwindet dieser Strich. Wenn ich es zukurble, dann kurbelt ihr das so lange zu, bis ihr den roten Strich seht. Und dann ist das Ganze zu und da kann auch nichts mehr passieren. Nächster Punkt, Kühlschrank. Das verstehen leider viele nicht. Die Etageren dieses Kühlschrankes, die sind gut und schön. Die sind aber nicht dafür da, eure Flaschen oder vielleicht auch schwere Gegenstände während der Fahrt zu halten. Das heißt, diese schöne Sektflasche hier kommt während der Fahrt natürlich auch gut gesichert und nicht einfach so reingelegt auf die dafür vorgesehenen stabilen Gitter. Während der Fahrt werden diese Etageren nur genutzt, um kleine und leichte Dinge zu transportieren. Denn wenn ich hier angenommen 3 Flaschen nebeneinander hinstellen würde, dann habe ich hier auch mindestens 3 Kilo Gewicht auf einer Etagere und diese Etagere, die würde das dann während der Fahrt durch die Erschütterung und Vibration möglicherweise dann auch nicht ganz aushalten. Deswegen während der Fahrt alles schön auf die Gitter legen und auch im Kühlschrank immer Ladungssicherung beachten. Oh, hallo! Wenn ihr ein Fahrzeug mit einer Dusche habt, dann achtet natürlich auch darauf, dass ihr die Duschtrennwand befestigt und die Brause nicht einfach so runterhängen lasst, sondern die schön oben in die Armatur steckt. Wenn wir jetzt weitergehen in den Schlaf- und Wohnbereich, müssen wir auch darauf achten, dass wir die Raumtrenner natürlich öffnen und auch feststellen, je nachdem, wie das bei euch beschaffen ist, funktioniert das natürlich auch mit dem Druckknöpfchen. Und wenn ihr ein Hubbett habt, das haben wir jetzt natürlich nicht, also ein Hubbett unterm Dachhimmel, dann auch darauf achten, das Hubbett muss hochgefahren werden in die oberste Position und dann auch da festgestellt werden. Jetzt, wo wir drinnen alles einmal kontrolliert haben, bleiben nur noch ein paar kleine und wenige Handgriffe. Einer davon führt mich hier zum Kühlschrank. Ich schalte jetzt hier vom Strombetrieb in den 12-Volt-Betrieb um. Das mache ich deswegen, damit der Kühlschrank während der Fahrt die Temperatur behält und alles auch schön kühl bleibt. Dann schalte ich hier überall das Licht aus, sofern welches an ist. Gehe raus, schließe von außen ab, schließe die ganzen Versorgungsklappen ab, hänge den Wohnwagen an mein Zugfahrzeug. Wie das funktioniert, haben wir euch in unserem letzten Video gezeigt. Dann würde mich natürlich aber auch nochmal interessieren, was fällt euch denn noch ein? Wie macht ihr euren Wohnwagen reisefertig? Wie wir das machen, was es da so zu beachten gibt, das haben wir euch jetzt gezeigt. Aber es würde mich natürlich auch interessieren, was ihr so davon haltet oder was ihr denkt. Schreibt es bitte unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Das war's.